Seit vielen Jahren hat die Wilhelm-Raabe-Schule eine Partnerschule in Tansania. Unter dem Motto, mit der Kraft der Sonne und der Solidarität, wurden dort inzwischen auch mehrere Klimaschutzprojekte realisiert. Nachdem unser Flachdach nach achtjähriger Bauzeit komplett mit Solarmodulen vollgestellt war, kam bei uns die Idee auf, die Kenntnisse über Solarenergie in ein Land des Südens zu transportieren und eine Partnerschaft mit einer Schule in Tansania aufzubauen. Beim Aufbau der Partnerschaft war uns vor allem wichtig, dass eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Deshalb fahren wir alle 3 Jahre mit einer Auswahl von besonders engagierten Schülern nach Tansania. Und ein Jahr später bekommen wir eine kleine Gruppe aus Tansania zu Besuch. Ja, 2012 bekamen wir ein Preisgeld über 10.000 Euro. Das beflügelte uns und wir nahmen ein neues Projekt in Angriff. Wir bauten eine Solaranlage auf der Partnerschule in Tansania. Mit dem Preisgeld im Rücken konnten wir Firmen davon überzeugen, Materialspenden für uns zu leisten. Am Ende haben wir eine Solaranlage in Tansania realisiert, die über 30.000 Euro wert ist. Das Projekt zur Renovierung der Küche entstand mit der Verschärfung der Umweltauflagen in Tansania. Denn die alten Öfen hatten einen viel zu hohen Brennholzverbrauch. Nun konnten die neuen effizienten Öfen eingebaut werden, die nicht nur den Brennholzverbrauch drastisch reduzieren, sondern auch für eine bessere Luft in der Küche sorgen, da nun der gesundheitsschädliche Rauch nach draußen befördert wird. Bei dem Besuch unserer Partnerschule im letzten Jahr haben wir außerdem ein Reinigungssystem für die Solaranlage installiert. Und zwar verstauben die Solarmodule sehr schnell, wodurch die Stromgewinnung sehr stark reduziert wird. Die tansanischen Schüler haben die Anlage immer per Hand gereinigt, was sehr wasser- und zeitaufwendig ist. Nun haben wir eine Pumpe an unserer Partnerschule installiert, wodurch jetzt mit Hilfe einer Spezialbürste eine sehr wasser- und zeitsparende Reinigung und damit auch eine durchgängig gute Stromgewinnung gewährleistet werden. Wir haben über die letzten Jahre verschiedene Wege gefunden, um unsere Projekte vollständig finanzieren zu können, wie zum Beispiel durch Spendenläufe oder durch Sammelaktionen mit Spendenbüchsen. Allerdings werden wir auch von lokalen Firmen unterstützt und von Organisationen, bei denen wir uns um Spendengelder beworben haben. Grow Together ist ein weiteres Projekt der Tansania AG. Wir haben uns für den Titel Grow Together entschieden, weil man ihn auf verschiedenen Ebenen verstehen kann. Zum einen wollen wir Bäume pflanzen, zum anderen als Partnerschaft mit unseren Freunden aus Tansania zusammenwachsen. Das Projekt Grow Together wurde dann Ende des letzten Jahres beim Besuch unserer Partnerschule in Tansania fortgesetzt. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern haben wir dann 300 Bäume auf dem Gelände gepflanzt. Dabei war die Tansania AG auch in Lüneburg aktiv. Im Rahmen von Grow Together haben wir 5000 Bäume gepflanzt und somit ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Wir wollten nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, sondern selbst anpacken. Und durch dieses Engagement konnten wir den Klimaschutz in Lüneburg ausweiten. Mit dem Preisgeld wollen wir weitere Klimaschutzprojekte in Tansania umsetzen. Zum Beispiel energiesparende Lampen für die nächtliche Schulhofbeleuchtung, eine Mini-Biogasanlage und eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lehrerhauses. Die Tansania AG der Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg. Langjähriges internationales Engagement zum Klimaschutz, das mit dem Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung 2017 ausgezeichnet wird.